Keramikimplantate in der klinischen Bewährung, das ist natürlich ein herausforderndes Thema. Zunächst einmal, wie das ja so üblich ist, möchte ich Ihnen sagen, ich habe keinerlei Interessenskonflikte. Wir haben eigentlich dieses Konzept mehr oder weniger für unsere Praxis entwickelt und ich konnte dann die Industrie dazu gewinnen, mich bei den Forschungsaktivitäten zu unterstützen. Und ich glaube, da ist was sehr Interessantes dabei rausgekommen und jetzt möchte ich Ihnen da einige Aspekte dazu erzählen. Wir werden Musik hören in dieser Barockstadt Dresden. Wir werden jetzt Filmchen machen und ich will mir vor allen Dingen mal von Ihnen als Praktiker direkt in die Karten schauen lassen. Und deshalb, ich habe jetzt im Dezember mit Videofilmen angefangen und das finde ich mal ganz wichtig, dass Sie das mal sehen, nicht so viel Theorie, sondern ich möchte Ihnen richtig was praktisch bieten. Wie gesagt, angefangen hat das ja 1997 in der Entwicklungskommission, da hatte ich diese Idee und es hat mich eigentlich nicht mehr losgelassen, mal über einen Alternativwerkstoff nachzudenken und schließlich sind dann doch 13 präklinische und klinische Versuche rausgekommen, die ich bis 2001, bis 2015 mit vielen Menschen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, im Team durchführen konnte, ohne die wäre es gar nicht gegangen. Und die klinische Anwendung von Keramikimplantaten findet bei uns seit 2004 statt und hat bis heute angedauert. Ich muss Ihnen sagen, Keramikimplantate sind ein fester Bestandteil unserer klinischen Arbeit beim Patienten inzwischen geworden. Konkret sieht das so aus, wir haben 463 Z-Systems-Implantate, das waren sozusagen die ersten Keramikimplantate 2004, die auf den Markt kamen mit einer CE-Zulassung gesetzt, 11 zweiteilige Ceramex-Implantate und inzwischen 537 Straumann-Implantate. Das sind Fakten und wir wollen mal gucken, was da so passiert ist. Ich habe natürlich am Anfang, als ich anfing 2004,